Wassermangel in Brandenburg? Also, Wasser gibt's hier wirklich überall. Also, hoffe ich zumindest. Ich habe mir nämlich selbst einen Tesla bestellt. Und nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Tesla-Fabrik doch das Wasser ausgeht, sorge ich mal besser vor. Dann ist zumindest für meinen Tesla noch genug Wasser da. Ach, na, wer sagt's denn? Sehr gut. Ich sammle Wasser für meinen Tesla. Könnten Sie mir vielleicht ein bisschen was runterkippen hier in den Eimer? Ja. Dankeschön, das sollte reichen. Meinst du, du könntest so ein bisschen dein T-Shirt auswringen, dass wir das hier auffangen? Ist der Wein hier noch übrig? Nein, ist nicht übrig. Trinken Sie das noch? Ja. Ja, trinken Sie noch. Handbestellt. Okay. Nix. Noch nicht genug Sport gemacht. Hätten Sie ein bisschen Wasser für mich? Perfekt. Das ist super lieb. Okay, also ein bisschen was habe ich jetzt schon. Aber das reicht ja nicht mal fürs Gaspedal. Ich brauche definitiv noch mehr Wasser. Ich fang mal hier an. Und dann, ich habe noch ein paar andere Eimer dabei. Wenn Sie die hier auch noch voll machen könnten. Ich hoffe, das sind jetzt auch nicht zu viele Umstände. Ach jawohl, das wollte ich sowieso anstellen, oder? Oha. In Grünheide muss man wohl doch schon ganz schön tief nach Wasser graben. Ja, Sie sahen so nett aus. Da dachte ich, Sie geben sicher was ab. Ja, das sieht aber nur so aus. So, dann wollen wir mal laufen lassen. Jawohl. Also ich habe noch welche. Ich spreng jetzt hier mein Zeit. Okay. Nee, das möchte ich auch nicht. Dann machen wir gerade noch die beiden voll. Meine Chefin kommt und ich bin nicht fertig. Oh, nee, ich möchte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Also müssen diese 11 Eimer jetzt reichen. Halleluja. Die Gigafactory. Und jetzt brauche ich nur noch eine Person, die mir sagt, wo ich das Wasser für meinen Tesla abgeben kann. Hallo. Ich habe nur mal eine kurze Frage. Nein. Da kommt noch eins. Hallo. Where's the entrance for water delivery? I don't know where's the entrance for water delivery. Did you never see people delivering water before? Never. No. Never, really. Oh, okay. Was mache ich denn jetzt mit meinen Eimern? Lieber Elon, vor der Einfahrt steht eine Wasserlieferung für meinen Tesla. Bestellnummer EM13S47X. Vielleicht reicht es ja sogar noch für ein paar nice Chromfelgen. Die Eimer stehen direkt am Eingang. Eigentlich muss er sie sofort sehen, wenn er morgen früh zur Arbeit kommt. Ich glaube, meinem eigenen Tesla steht jetzt nichts mehr im Weg. Ah, super. Ich freue mich.